Name ist Franz Fieböck, ich bin der erste und einzige Österreicher, der im Weltall war. Habe nach der Matura an der TU in Wien Elektrotechnik, Elektronik studiert und habe dann meine wissenschaftliche Karriere fortgeführt und habe mich dann aber im Rahmen des Projekts Austromir beworben und bin kurz vor Fertigstellen meiner Dissertation ausgewählt worden, nach Russland zu übersiedeln, um dort im Rahmen des Projekts Austromir eine Ausbildung zum Kosmonauten zu absolvieren. Diese Ausbildung hat dann 2 Jahre gedauert und ich habe das gemeinsam mit meinem Kollegen Clemens Lothaler gemacht. Und 5 Monate circa vor dem Start wurde ich zur ersten Flugmannschaft ausgewählt und habe dann im Jahr 1991 vom 2. bis zum 10. Oktober einen Raumflug zur Raumstation Mir gehabt, um dort auch wissenschaftliche Experimente durchzuführen. Für mich war wichtig in diesem Projekt einerseits die Herausforderung körperlicher Natur. Es ist eine spannende Sache, wenn man mit verschiedensten wissenschaftlichen Gebieten konfrontiert wird und mit Experten in diesen Gebieten zusammenarbeitet. Und natürlich ist eine extreme Gesundheit, körperliche und psychische Gesundheit, Grundvoraussetzung, damit man bei so einem Projekt auch mitmachen kann. Das Coolste, es gibt mehrere coole Sachen, wenn man Astronaut ist in diesem Job. Das eine ist einmal, in der Schwerelosigkeit zu arbeiten. Das sind Bedingungen, die herausfordernd sind, weil man keinen festen Boden unter den Füßen hat, weil man schwebt. Und hier ist körperliche Arbeit anstrengend, weil man sich immer irgendwo anhalten muss, damit man nicht davon getrieben wird, damit man nicht davon gedreht wird. Also es ist eine körperliche Anstrengung. Es ist geistig sehr spannend, weil man verschiedenste Experimente durchführt aus den verschiedensten Wissenschaftsgebieten und dadurch mit sehr vielen neuen Themen konfrontiert ist. Und das finde ich sehr cool und sehr spannend, wenn es immer wieder neue Sachen gibt. Und natürlich hat man nicht nur Arbeit im Weltall im Kopf, sondern man genießt durchaus ab und zu den Blick beim Fenster raus und genießt den Blick auf unsere Erde oder hinaus ins Weltall. Der Job eines Astronauten ist auf der einen Seite sehr cool und sehr spannend, auf der anderen Seite gibt es schon sehr viele Herausforderungen. Das Training ist sehr anstrengend in vielerlei Hinsicht, körperlich, psychisch. Weiters muss man sehr viel reisen, man trainiert in Japan, in Russland, in Amerika, in Kanada, in Europa, verbringt dort immer eine gewisse Zeit, man ist getrennt von der Familie, also das ist ein Vagabundenleben, das durchaus anstrengend ist. Die Arbeit selber im Weltall kann durchaus auch anstrengend sein, wenn man die Schwerelosigkeit nicht gut erträgt. Die Schwerelosigkeit, das sind Bedingungen, die anstrengend sind für den Körper. Es finden Veränderungen im Körper statt. Man hat auch keinen festen Boden unter den Füßen. Und das sind schon Bedingungen, die herausfordernd sind. Ein typischer Arbeitstag im Weltall beginnt hier wie auf der Erde mit dem Aufwecken. Und danach ist entsprechend eine Morgentoilette, wo man sich wäscht, natürlich herausfordernd in der Schwerelosigkeit. Und dann geht es zum Frühstück und danach beginnt das eigentliche Arbeiten. Das Arbeiten kann jetzt sein, entweder sogenanntes Housekeeping, wo man wirklich die Raumstation reinigt oder gewisse Sachen repariert, oder wie es in meinem Fall war, dass man an Experimenten arbeitet. Und das geht dann den ganzen Tag, da ist der Ablauf minutiös genau geplant. Zum Mittag gibt es eine Pause, wo man sich selber seine Mahlzeit zubereiten muss und dann wird am Nachmittag weitergearbeitet. Man muss allerdings auch regelmäßig jeden Tag bis zu 1,5–2 Stunden körperliches Training machen, das wird auch genau getimt, um einfach den Körper in Schuss zu halten, um die Muskelatrophie so gut es geht einzubremsen, um die Muskeln auch wirklich in Schuss zu halten. Das ist notwendig für die Landung. Im Weltall selber braucht man keine Muskeln, weil man ja schwebt und daher kann man sich ganz leicht nur mit einem Schubser weiter bewegen. Aber die Muskeln müssen in Schuss bleiben, weil man wieder zurückkommen will zur Erde. Nach dem Nachtmahl hat man dann Ruhe und Freizeit, die man genießen kann, entweder über Video, dass man sich Fernsehfilme, Videofilme anschaut, oder über Musik hören, oder man schwebt zu einem Fenster und genießt dann den Ausblick auf die Erde oder hinaus ins Weltall. Nun, welche Fähigkeiten oder welche Ausbildung sind notwendig, um eine Astronautin oder ein Astronaut zu werden? Zunächst einmal wichtig, eine Gesundheit, körperlich und geistig. Und das klingt zwar einfach, ist aber gar nicht leicht zu erreichen. Das heißt, man muss gesund und fit sein. Und da kann man schon im frühen Kindesalter anfangen mit viel Bewegung, viel Sport, mit gesunder Ernährung.
Natürlich ist ein breites Wissen notwendig, hier vorteilhaft ein naturwissenschaftlich breites Wissen, wo man auch Interesse hat, ein breites Spektrum an Wissen sich anzueignen und sich mit solchen Themen wie Biologie, Medizin, Physik, Chemie in einem gewissen Maß auch intensiv zu beschäftigen. Und dann muss man wahrscheinlich eine entsprechende akademische Karriere absolvieren und dann hoffen, dass gerade eine Ausschreibung stattfindet und sich bewerben. Und dann beginnt natürlich ein entsprechend langer Auswahlprozess. Und meine Empfehlung ist hier einfach, dass man authentisch ist und dass man sich so gibt mit allen seinen Stärken und Schwächen, wie man ist. Was mich daran fasziniert, sind mehrere Dinge. Einerseits das Leben im Weltall in der Schwerelosigkeit, das Schweben. Andererseits der Blick ins Weltall, in die unendliche Ferne des Weltalls, in das tiefe Schwarz, wo wir auf unserem Heimatplaneten Erde nur ein ganz kleiner Teil sind. Und dann natürlich der Blick auf unseren Heimatplaneten, der wunderschön ist und aber sehr, sehr verletzlich auch aussieht in dieser großen, weiten Welt.